Okay, das Spiel ist schon wieder da. Ah, okay, und jetzt hat Obi es auch eingesehen, wir können das Spiel spielen. Was für cool wäre, wenn das noch einer hat und mehr Spieler muss. Ich habe das Spiel selber noch nicht. Ich weiß so grob, worum es geht. Das hat vielleicht jeder schon mal gehört. Es wird sehr viel mit Perspektive gespielt. Und ich wollte mir den Fiebertraum mal selber antun und gucken, was so geht. Ich wollte eigentlich Viewfinder spielen. Ich hatte mir die Demo letzte Woche runtergeladen. Habe das geöffnet und habe erfahren, ja, die haben die Demo runtergenommen. Das Spiel wäre ungefähr in 2 Wochen fertig und hat vielleicht damit was zu tun. Egal, dann spielen wir Superlimina und dieser Titel, wie das geschrieben ist, der macht mich fertig. Okay. Wir machen ein neues Spiel. Wie gesagt, ich habe es noch selber noch nicht gespielt. Ich habe ein bisschen was von gehört. Are you filled with feelings of self-doubt? Do you find yourself prone to minimizing massive dilemmas? Sogar direkt Untertitel an. Allowing Nice. The smallest problems to get blown completely out of proportion? At the Pierce Institute, our patent-pending Somnoscope technology provides safe and effective dream therapy while you rest in the comfort of our flagship clinic. Located right next to the secondary overflow parking lot at the University Medical Center. Somnoscout will make your dreams come true. Hört sich doch schon mal vielversprechend an. Das Spiel soll ein kompletter Fiebertraum sein. Ich bin mal gespannt. Sagt ein bisschen, was habe ich gesehen? So ein paar Sachen größer, kleiner machen, aber worauf das jetzt hinausläuft, weiß ich nicht. Bin gespannt. Noch dazu, es kann sein, gerade wenn es jetzt um Alerts geht, dass ich die nicht höre, weil ich einen Tinnitus habe. Manche Sachen höre ich gerade nicht gut, weil ich ein permanentes Rauschen in den Ohren habe. Ich weiß nicht, ob das Spiel auch mit Geräuschen arbeitet. Ich glaube, das arbeitet mehr nur wirklich mit Optik. Falls ich was nicht höre oder so, oder auch die Sound-Alerts nicht böse sein. Ich habe es momentan. Ich habe Problemchen mit den Ohren. Noch Tür. Okay. Oh, das ist ein bisschen schwammig. Moin, moin, den Kopf auseinander. Ja, es hat halt mit dem, was ich habe, halt zu tun. Ich weiß nicht, ob einem das was sagt. Boah, jetzt kriege ich den lateinischen Namen, ich meine den Fachbegriff. Hey, oh, das habe ich jetzt tatsächlich gehört. Wie geht's euch? Ups. Tada-da-da-da-da. Was? Okay. Okay, Konfetti höre ich tatsächlich, das Tuten. Manche Sachen höre ich halt momentan nicht. Pseudotumorus cerebri nennt sich das. Ich habe Probleme mit dem Wasser in meiner Wirbelsäule. Das drückt ein bisschen auf den Kopf. Und durch das tolle Klima momentan, kalt, trocken, warm, durcheinander, ist mein ganzer Kopf durcheinander. Bin mal gespannt, was hier so geht. Der ist bestanden. Ja, Konfetti geht. Konfetti funktioniert. Was? Perspective is Reality. Perspektive ist Realität. Das war doch, man musste das nehmen. Und plötzlich ist es größer. Haha. Oh, die Steuerung ist echt schwierig. Kann ich die Steuerung einstellen? Ich muss mal gucken. Kann ich das irgendwie? Steuerung. Ich probiere das mal jetzt so. Spiel fortsetzen. So, wie geht's euch? Soweit geht's mir ganz gut. Ja, ich glaube, das macht es jetzt ein bisschen besser. Oh. Blablabla. Es funktioniert. Kann ich das hier auch an? Nö, das darf ich nicht berühren. No touchy. Terms of service accepted. Congratulations on falling asleep. Welcome to Somnasculpt. Your progress may be monitored by qualified specialists. This orientation will adapt you to eyelids, our interactive, lucid induction dream state in which you retain full consciousness and control. Oh, es geht ums luzide Träumen. Ich hab eben nicht aufgepasst, so genau, was der Mann von mir wollte. Am Anfang. Wo muss ich hin? Ah, okay. So vielleicht? Hüpf. Oh, hüpf ganz schön hoch. No Objects? Kann.
Aber ich fände das so lustig, wenn es wie bei Portal, wo die Sachen einfach zerstört werden. Kein Objekt hinter diesem Punkt. Ich bin schon mal kein Objekt, das ist schon mal beruhigend. Reicht der Kleine aus? Ja, guck mal, ihr kleine Würfel reicht aus. He's small. Wie putzig. Wenn sie nach hinten packen, dann wird er größer. Generell, wie die Engine das rausfindet, wie weit ich von dem Ding weg bin, das ist schon faszinierend. Oh, lol. Please note that I am the standard orientation protocol and that my voice has been explicitly chosen to remind you that I am not a part of your patient care team. I do not care. Ey, voll geil, aber gemalt. Ich nehme die Dose mit. Das ist meine Komfortdose jetzt. Die darf ich hier nicht mitnehmen. Schade. Kann ich die hier reinschmuggeln? Nö. Geht nicht. Keine Person? Das ist schwierig, ich bin eine Person. Das, yeah, yes, it's trippy. Oh, 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 da. Okay. Kleines Ding, auch großer Knopf. Das reicht schon. So, rotieren rechts. Ah. Aber ich kann das nur auf diese Achse rotieren. Die kann ich nicht anders umstellen. Das steht halt falsch. Wie kriege ich die Ecke da ewig rein? Ich habe das nicht verstanden. Zum Rotieren. Brauche ich gar nicht. Think outside the box. Käsetreppe. Yes. During eyelids, you will lose the ability to awaken suddenly due to realizing that this is a dream. Evidence. I have already informed you that this is a dream. You did not wake up. Please complete the remaining orientation activities. Es ist so paradox. Aber eine Sache, ich kann auch luzid träumen. Ich konnte das früher deutlich besser, wie ich es jetzt kann. Eine weirde Sache war immer, die ist mir aufgefallen, in meinen Träumen gab es nie Uhrzeit oder generell alles, was mit Zeit zu tun hat. Kalender waren immer leer, Uhren waren leer. Es gab halt nie eine Zeitangabe in dem Sinne. Ich weiß nicht, ob das nur bei mir so war, ob das generell so ein Ding ist. Ich weiß ja nicht. Hier ist 12.5, hier ist 12.15. Ah, hi Sharky, wie geht's dir? Hier, guck mal, hier ist 42. Ja, sonst muss. Das ist mir gerade aufgefallen. Das hatte ich eine Sache, die ist mir halt irgendwann mal aufgefallen. Ich habe mal mit Freunden drüber geredet. Ah, hier. We need him small. Nee, halt, zum Small näher ran. Was ist da hinten? Mir geht's auch soweit ganz gut. Ich habe nur einen kleinen Tinnitus, deswegen höre ich hier und da ein paar Geräusche vielleicht nicht. Ein Geheimnis. Das ist nicht sonderlich gut versteckt, das Geheimnis. Oh, die haben da Trinken versteckt. Warning. You have deviated from the orientation pathway. At the Pierce Institute, patient safety is a keynote in our corporate priority tetrahedron. A variable degree of force can and will be authorized to ensure patient safety. Please return to the orientation pathway. Gibt's mehrere Wege wie in Zendy Parable oder so? Weil da ist jetzt ein Weg. Wir sollen ja offensichtlich da nicht reingehen. Sollen hier reingehen. Wollen wir brav sein
und den normalen Weg nehmen? Oder wollen wir sagen, ja, wir probieren es und gehen den Weg, den wir nicht gehen sollen? Kann man den eigentlich gehen, bevor ich hier groß was sage? Okay, den können wir vielleicht doch nicht gehen. Irgendwie einschmeißen oder so? Wenn wir das schütteln, können wir vielleicht die Kohlensäure da rausholen. Eine große Cola-Dose. So, jetzt schütteln. Aber es bringt gar nichts, wenn ich schüttel. Nicht, dass da die Kohlensäure rauskäme oder so. Hm. Ein paar Mal fallen lassen? Die hört sich ja ziemlich leer an. Ich will da durch. Einfach nur, weil ich da nicht lang soll, will ich unbedingt da durch. Ich kann hier nichts angrabbeln, nö. Ich einmal mitnehmen? Ich was anmalen? Ich mal überall irgendwie welche Sachen drauf. Ich mach Graffiti. Oh ja, die haben was kaputt gemacht. Haben wir einen Cube versteckt? Wir können aber durch die Wand ziehen, ist ja auch vollkommen egal. Müssen wir nicht vorher kleiner machen oder so. Da ist noch einer. Das sind Spiegel. Ich dachte, das sind einfach so Räume an Räume. Habe ich nicht gerafft. Aber ich sehe mich da nicht. Das kann, ist das ein... Nee, ist kein Spiegel. Ich sehe ja nichts in dem Spiegel. Da sind wir der Spiegel. Oder sind wir ein Vampir? Da ist der Cube aber auch ein Vampir. Kann ich... Ich kann aber nicht da durch. Ich hier noch? Ich kann hier eh nicht weiter. Ist hier was? Couchen? Kann ich couchen? Sieht nicht so aus. Bisschen Knopf. Sieht nie so aus. Was ist meine Aufgabe? Ich bin verwirrt. Ach, das ist ein Knopf. Das da ist der Knopf. Okay. Jetzt! Kann ich nicht durchwerfen. Oh, habe ich das lange nicht gerafft. Requirements perceived during eyelids should reflect a typical mental state. If you believe your mental state was compromised by Somnasculpt, please provide a comprehensive rational explanation in your post-procedural survey. Completed surveys may be eligible for a gift card. Okay. Hallo. Ah, ich muss, okay, zum drüberwerfen. Nee, so nicht. Zum Glück steht da keiner. Das gäbe Kopfschmerzen. Fancy. Ich will lieber den blauen Raum oder roten Raum? Und den Obst. Oh, ich will einen Apfel. Kann ich mir den Apfel klauen? Hier geht's weiter. Geht's weiter, weiter oder sind das einfach nur abgetrennte Räume? Hey! Wenn das eine Reproduktion des mentalen Raumes sein soll, weiß ich ja auch nicht, ob das so gesund ist. Hier ist ja nichts. Jetzt soll ich mich gefangen. Ich bin bambuselt worden. Hier geht ja auch irgendwas auf. Was geht denn hier auf? Auch da hinten. Ja, aber ich bin hier. Ich kann das Schild nehmen. Damit habe ich nicht gerechnet. Das ist kein Würfel, das habe ich nicht verstanden. Dann komme ich hier nicht mehr durch. Kann ich durch das Fenster das Ding nehmen? Nee, dann ist es weg. Komme ich da ran?
Nee. Zwei Sachen. Kann ich das kaputt machen? Kann ich so groß machen, dass ich da langlaufen kann? A few moments later. Ich muss das Schild größer machen, dass das auf beide Knöpfe gleichzeitig kommt. Na, ich denke, das passt. Nicht umfallen. Yes. Oh, was ein Kopfhick. Please stand by for polite recognition on your completion of the Somnasculpt orientation. You did it. To maximize the time allotted for your therapeutic journey, please do not delay in proceeding through the final doorway as indicated. Oh, einen Schluck trinken. Ja. Ich habe ein paar mehr Sachen reingepackt in VTuber Plus. So. Kann ich hier wieder? Jetzt kann ich das nicht nehmen. Das ist eine Wand. Oh, guck mal, ist kaputt. Kann ich das umschmeißen? Okay. Aber das ganze Ding ist kaputt. Kann ich hier irgendeine Wand umrennen? Kann ich irgendwas durchsneaken? Hier war doch was. Achso, ein Karton. Den kann ich nicht nehmen. Noch mehr Kartons. Ich muss hier raus. Kann ich hier nicht einfach umschubsen? Bin ich so schwach? Ich meine, die sehen jetzt nicht sonderlich gut festgemacht aus. Gerade das hier, das fällt doch schon von alleine um. Ist hier irgendwo irgendwas zum Anpacken? Den Knopf nehmen. Kann die Wand auch nicht nehmen? Nee. Ist hier oben irgendwas? Ich finde auch doof, dass die Musik gerade weg ist. Das stresst mich so ein bisschen. So Bossfight-mäßig. Jetzt kommt gleich der Bass und irgendwie schreit mich an. Hier ist irgendwas zum Anpacken. Oh, da, Käse. Super. Aber jetzt ist da trotzdem die Wand. Bin ich da? Da steckt was in der Wand. Oder ist es einfach nur eine weirde Textur? Ja, das ist eine schöne Wand. Da war mal drinne. Kann ich hier irgendwas? Vielleicht kann ich da, wenn ich hoch genug bin? Ich da durchdrücken? Ich muss das, glaube ich, ganz hoch machen. Wieso dreht sich der Käse eigentlich so komisch? Was soll denn das? Oh! Der Käse kann die umwerfen, aber nicht ich. Ich einfach umschubsen mit dem Käse? Ja, hab's gerade gemerkt. Ah, da, guck. Haha, tada! Sag doch, die sind nicht so stabil. Aber wieso schafft es der Käse und ich nicht? Habe ich so Spaghetti-Ärmchen? Ich bin aber Pazifist, ich bin gegen Gewalt, auch gegen Wände. Ist der gleiche Eingang. Bin ich mir nicht sicher, ob der gleiche Eingang auch wirklich der gleiche Eingang ist. Das hat ja bei dem Apfel und dem Pferderaum und komisch funktioniert. Das ist aber der gleiche, okay. Kann ich die mitnehmen? Man muss schieben? Einfach draufsetzen, runterfahren? Das wäre doch lustig. Es gibt doch viele lange Gänge. Blödsinn, im Kopf kann das sein. Oh, trinken. Nehmt sie mit! Nehmt sie mal ab! Vielleicht ist Schlecker drinne. Vielleicht steht es aber schon lange, ist schon geschimmelt. Oh! Ich wollte gerade sagen, das ist eine Sonnenblume! Ich krieg die Sonnenblume nicht. Okay.
Okay, ich glaube, wir haben Level 1 geschafft. Ich wollte die Sonnenblume haben.